Und herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier ist der 93 Schuhe. Heute nicht mit Singularity, sondern mit einem kleinen Demo-Video, nämlich zu Icarus Point One, Chapter One Beta. Wieso möchte ich die Demo zu diesem Spiel machen? Ich habe mir mal die Beschreibung zu dem Spiel durchgelesen und es hat mich zum Teil an Gun Home erinnert. Wir sind nämlich auf einer, wenn ich mich richtig erinnere, auf einer Raumstation, die ist verlassen und wir sollen herausfinden, was ist dort vorgefallen. Und es hat mich auch ein bisschen an Soma erinnert, weil ich meine, wir sind im Weltall oder in der Zukunft und wir wissen nicht, was da wirklich vorgefallen ist. Mysterien, Geheimnisse, Rätsel und ja, ich bin gespannt. Chapter 1, die anderen sind gelockt, sind also nicht zugänglich. Das Spiel soll demnächst rauskommen, also je nachdem, und es sind halt immer wieder Verbesserungen aufgetreten. Und gut, starten wir mal. Ja. Alles klar, das ist alles gut. Wir waren wahrscheinlich gerade im Hyperschlaf, denn aber gut, hier noch bei Kasse, kann ich hier was machen? Okay, ich kann springen, ich kann... Okay, kann ich schneller laufen? Sorry to bother you, Sam, but that docking seemed a bit rough. The door is fused shut. Es ist der Bordcomputer, der mit mir redet. Ich bin also Sam. Bin ich jetzt... Das nennt mich jetzt auch an Soma. Dass der Hauptcharakter Sam heißt, obwohl Sam kann natürlich auch ein Frauenname sein. The door shut. Okay, da müssen wir also einen anderen Weg finden. No items to use. Okay, da kann ich also mir meine Items anschauen. Da kann ich nichts machen. Kann ich mich beugen? Nein. Kriechen kann ich auch nicht. Kann ich Sachen nehmen? No item to use. So, das ist jetzt Rätsel. Wie mache ich die Tür auf? Könnte der Alarm bitte aufhören? Vielleicht hinter den Gästen was versteckt. Okay, mit der Rechtstaste kann ich also Items nutzen. Mal sehen. Ich schaue mir mal Player Settings, Display Settings. Ich habe da schon mal was eingestellt, aber naja. Journal Entries. Journal Entry Missing. Da haben wir also nichts. Keycards, Loot of Drops, Flares. Okay, meine Verehrte, da ist was. Opening that access panel to release the manual override switch. Alles klar. Andere Seite. Aha, haha. Fuel switch. Ching. Great. Let's get going. I don't like it out here. Du magst es nicht? Ach so, das ist wahrscheinlich das System, was da in meinem Helm oder in meinem Anzug integriert ist. Chapter 1. First Encounters. Erste Begegnung? Mit was? Der dritten Art? Finde ich komisch. Also ich laufe vorwärts und ich höre jetzt... Guck mal auf. Ich höre jetzt auf zu... Ja, genau. Passt mal. Was will ich zeigen? Ich drücke jetzt nicht mehr. Und ich laufe noch 2-3 Meter weiter. Also beim Abgrund wäre das schlecht. No item to use. Mache ich das mit der linken Taste? Also optisch sieht schon mal schön aus. Ich meine, wir haben auch hier Fizz High Energy Container. Die ist eine feine Sache. Und auch die Stimmen. Also die Stimme, die ich im Moment höre. Das könnte meine eigene sein oder was auch immer. Was soll ich hier machen? Kann ich hier... Ah, Terminal Switch. Mit? Hallo? Also, Icarus Point One ist das Schiff, wenn ich mich nicht täusche. Okay, das ist rot, das ist violett. Ich denke, hier kann ich durchgehen. Haha. Sesam, öffne dich, mein Freund. Sie haben Post. Hoffentlich kein Spam. We have arrived. Everyone is filled with high expectations for the mission we have been given. We all feel so proud to be part of the Icarus mission. And what this will mean for us all. The human race is a human race, even. I've put up your photos and miss you all terribly. Will message again soon. All my love. Aha, die Icarus-Mission. Was umfasst diese Mission? Dolores DeCruz? Ist das die Person? Terminal lock found. Ziemlich dunkel hier. Mit einer Taschenlampe oder so, ne? Okay, die Tür ist rot, da kann ich also nichts machen. Ah, ich kann sprinten. Alles klar. Da hinten sehe ich noch was. Boop.
Haha. Aber erstmal schauen, was es hier noch zu finden gibt. Bitte was? Box of Flares. Ja, genau das, was ich brauche. Mehr Licht. Sobald ich also drüber gehe, mit meinem Mauscursor sehe ich das, was ich mit dem interagieren kann. Okay, alles klar. Ich verstehe, ich verstehe. Und wie nutze ich Flares? Aha! Ist das meine Hand? Ich bin ein Lego-Männchen. Terminal. Was steht da? Habitation Terminal ist offline. Dann machen müssen wir da schon wieder online kriegen. Kann ich die Lampe mitnehmen? Ist vielleicht ein bisschen heller, dieses Flair. Kann ich das ab? Kann ich das wegschmeißen? Tatsache, kann ich. Prima. Seht ihr, warum es mich an Soma erinnert? Ja, mit Stationen und... One Crate. One Indeed. Loot Collected. Wie viel haben wir denn? Wo kann ich mir das anschauen? Nein? Nein, das wollte ich nicht. Schade. Terminal. So. Hier geht es also darum, die Nachrichten zu lesen, um nach und nach zu erfahren, was passiert ist. Dear Ben, we arrived. Space is big and lonely. The views make it worthwhile, but I miss you. I'm wondering why I signed up to this task. I should have spent our final years together rather than having such a heavy burden placed on my shoulders. Thankfully, Dr. Joyce is more than capable, and I'm sure of success. I guess it is my own self-doubt that keeps me awake. Love, Cora. Science Officer Daniels. Ach, da kann ich mir die... Moment. Nein, ich will nicht das wieder abgeben. Terminal Lock found, okay. Hier kann ich mir das anschauen. 1 of 10 Loot Drops. Okay, was die wohl machen? Vielleicht um Sachen freizuschalten. Könnte gut sein. Ich weiß nicht, ob es hier Monster gibt. Es wurde nur angegeben als ein Action-Game oder Abenteuerspiel, aber ob da auch Monster drin verbunden sind, keine Ahnung. Boop. Kleiner Frame-Drop, das macht nichts. Wird gleich wieder entropped. Oder auch nicht. Hey! Hey, bleib bei mir, okay? Bleib bei mir. First Encounters. Meinst du vielleicht die ersten Begegnungen von den Teammitgliedern? Vielleicht. Okay, was ist jetzt mit den Frames los, hä? Lest es sein! Der löscht es sein! Ja, Fraps! Ja, Fraps! Liebe Fraps! Liebes Fraps! Ach, leck mich doch! Du leg mich doch hier fett am Arsch! Entschuldigung. Operation Lift Switch. Na, also es geht doch. Da muss ich aber. Muss ich erstmal deine Gefühle verletzen, damit du hörst, was ich. Damit du auf das hörst, was ich da sag, was? Na gut. Ja. Jetzt ist nämlich Fraps hier sehr enttäuscht und sitzt in der Ecke und weint. Na, dankeschön. Keycard. Need a keycard to operate. Achso, da rein. Okay. Boop. Zack. Haha. Was passiert denn jetzt? Achso, das ist ein Aufzug. Oh, schon vorbei? Schade. War aber ein kurzes Vergnügen. Na super, ich habe keine Flares mehr. Jetzt bräuchte ich einen Flair. Hallo? In meinem Helm sehe ich, dass ich ein paar Schrammen davon getragen habe, also... Vielleicht... Wir sind wahrscheinlich auch eines der Teammitglieder. Vielleicht haben wir... Können wir uns halt nicht daran erinnern, wegen dem Aufschlag. Und deshalb müssen wir schauen, was ist passiert mit unseren anderen Teammitgliedern. Hallo, jemand da? Ich geh weg. No, not with me. Not enough power for system startup. Da spielt jemand Snake, alles klar, noch mehr Snakes, Snakes, Snakes everywhere. Snakes on this motherfucking plane, thank you, danke. Lifeboat System. System locked, ja, danke schön. Diese Sicht finde ich aber schon cool. Ist das ein Wellensittich? One crate, not two crate, but
One Crate. Kann ich hier was machen? Kann ich. Unclipping. Not enough pressure for switch. Switch punch. Boop. Aha. Was war das? Ich habe was gehört. Terminal. Neue Nachricht, nur für mich. So far, all operations are proceeding as planned. The star system is exactly as expected, and the supernova is providing more than enough life support. The topside crew are well into setup and mining has begun. Crop divisions are beginning, cycles with the knowledge of the tight time frame. I've been assured? Keine Ahnung, wie man das Wort ausspricht. By Science Officer James that they will deliver on time. I don't want to face the prospect of cutting his expedition short as its importance has been stressed to me on many occasions. If we fail, we all fail. Every one of us. Lieutenant Sanderson. Die Mission bestand also darin, dass die Kraft einer Supernova nutzen, um eigene Ressourcen wieder aufzufüllen, weil wahrscheinlich bei der... Dich habe ich doch schon geöffnet, ja doch. Weil auf der Erde etwas schiefgefallen ist. Ist das hell. Und dabei gab es so einen kleinen Unfall. Einen klitzekleinen Unfall. Was soll ich jetzt machen? Ach, jetzt ist das online oder was? Sieht gut aus. Not enough power for stand-up? Ich habe doch was gemacht. Oder da drüben vielleicht? Auch noch locked. Okay. Lasset mich nochmal schauen. Brauchst du nochmal ein bisschen mehr Druck? Ich hab's gedrückt. Hallo, Stimme in meinem Helm. Gib mir einen Tipp. Was soll ich machen? Interessant. Nüber. Aha. Was dreht ihr denn jetzt bitte durch? Ich könnte durchdrehen, weil ich jetzt nicht weiß, was ich jetzt tun soll. Ich habe die Nachricht erhalten. Okidokiloki. Ich habe das hier gemacht. Wir haben ein Grinsegesicht. Das ist doch prima. Grinsegesichter sind immer gute Sache. Kann ich hier was machen? Hier kann ich was machen. Door clamps still engaged. Engaged? Door clamps. Was sind die Door clamps? Da drüben ist wahrscheinlich auch sowas. Das ist das zweite. Verstehe. Bupidup. Finde ich schön. Synchron. Zweimal. Dreimal. Und babub. Diese Stimme finde ich unheimlich. Ich höre zwar kaum was, aber das, was ich höre, finde ich unheimlich. Hab ich was gehört? Das war wahrscheinlich meine eigene Stimme. Hier auch nicht. So viele Optionen habe ich ja gar nicht, wo ich was drücken kann. Jetzt haben wir ein grinsendes Gesicht. Bitte was? Was? Dies ist... Na, das ist nicht meine Supernova. Holy smoky. Nicht so näher hinschauen, sonst tun euch die Augen weh. Alter Falter. So nah sind wir da dran? Das ist, denke ich, nicht gut, weil, soweit ich weiß, ist eine Supernova sehr, 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 sehr heiß. Aha. Und nun? Jetzt haben wir Strom, weil wir durch die Supernova Energie erhalten. Na, praktisch. Und jetzt haben wir das aktiviert, ne? Muss ich hier was drücken? Hier habe ich jetzt was gemacht. Okidokidoki, das habe ich verstanden. Was nun weiter? Da oben vielleicht. Alter Falter. Also das Licht ist schon mal gut. Hier haben wir eine Tür. Darunter? Wow! Ich hoffe nicht unbedingt, dass es hier Feinde gibt. Wait, what's that on the floor, Sam? Ich würde sagen, das ist ein X. Oder ein Plus. Phew,
Good job, it malfunctioned. We'd better be careful. Ach, Fallen haben wir ja auch. Okay. Achte auf das X. Das X markiert deinen Tod. Ich höre Stimmen. Und ich meine nicht diese Stimme in meinem Kopf. Außerhalb meines Kopfes. Ich weiß nicht, wie lange die Demo geht, aber ich versuche mal, ob ich das einfach komplett in einem Video zusammenfassen kann. Hinauf, bitte. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Also es läuft. Es läuft, es läuft. Also auf so Bein läuft's. You need a ratchet to remove bolt. Ah ja. Einmal Lutsche. Salutsche, mein Freund. Das sind anscheinend Radios oder so, was ich da höre. So, bitte einmal öffnen. No. Mach es nicht auf. Mache hoch die Tür. Komm schon, tu's. Come on, let's do it. Come on. Yep. Was muss ich drücken, hä? Hier vielleicht? Nein, das ist sicherlich ja nur ein Anspitzer. Ein sehr fancy Anspitzer. Und hopp. Ja. Ich brauche anscheinend das hier, was da drin ist. Und dafür brauche ich ein Ratchet. Ich würde einen Schraubenzieher nehmen. Oder ist das ein Ratchet? Das ist ein Screwdriver. Ja, ich hab die Information verstanden. You need a Ratchet to remove bolt. To remove bolt. Nachricht. Erstmal anschauen. Bitte aus dem Bild. The team are moving forward well. Top side is set up and we are ramping up our core production in anticipation of the demand. I've noticed that some of our latest results aren't as performance rich as I would have hoped, but I'm putting this down to deep sleep revival. It would appear that no matter how often I encourage Lieutenant Sanderson about the crop research and production, it is still his number one concern. Life with the Icarus Point 1 is pleasant enough also. Also, I fear I've not brought enough reading material. Das ist ja schlimm. I'm requesting support send new reading material in the next transmission. Dr. Joyce. Also es läuft nicht so ab, wie sie es erhofft haben. Verstehe. Und dem Leutnant ist halt dieses Projekt sehr wichtig. Ist das was? Nein. Okay, das war nur der Aufzug. Da war ich ja schon gewesen. Stimmt, ich war den anderen Weg noch nicht gegangen. Wieso ist jetzt diese Nachricht in meinem Gesicht, hä? Ich hab's verstanden. Ich brauche Ratchet. Vielleicht ja dort hinten. Okay, Vorsicht auf das X. Jo. Auch wenn die Stacheln nicht wirklich tödlich aussehen. Wenn ihr mich fragt. Das Geräusch. Second Edition Button to use. What the? Wo hätte ich denn wissen sollen, dass das, was es zum Aufnehmen ist? Na gut, ich bin daran gewöhnt, dass wenn Sachen leuchten, kann ich sie nehmen. Und weg. Haha, mich kriegst du niemals. Niemals hörst du mich. Du redest damit einer Falle, Chovo. Halt die Klappe. Danke. Gut. Okay, ich habe einen Second Action Button. What happened to the first one? I don't know. Do I want to know? Maybe not. It would be maybe the best in my case. Kann ich nicht durch. Aber hier vorbei. Randall. Jeder hat Randall gemacht. Weil ich meine, ich hab gedacht, ja. Is that a Ratchet? Was that a Ratchet? I don't know. Ich habe ja gesagt, ein Unfall, aber ich meine, wir sind im Weltraum und es sieht nicht aus, als wäre hier irgendwas im... Salute, mein Freund. Es sieht nicht aus, als wäre hier irgendwas gewesen, mit dem wir zusammengestoßen wären, also...
Was ist bitte passiert? Ah, das ist ein Ratchet, okay. Und nochmal. Rekke, Habuschki. Und auf geht die Türe. Und dunkel ist hier im Raum. Das Licht sich ja kaum. Oh, Flaum, lalala. Oh, hier war ich schon gewesen. Aber hier war ich noch gar nicht lang. Ach, die Tür ist auf. Du kannst reingehen. Level 2. Lift Door? Jesus. Nach was weiß ich? Nebenkron? Nee. Anscheinend nicht. Bupp-di-dupp. Aha. Und wieder eine Aufzugfahrt. This is the loading song, which isn't very long. Jovo, that is my name. Back now. Lifeboats level 1. Okidokidoki. Wo will ich eigentlich hin? Will ich raus oder... Ich weiß auch nicht. Oh. Hä? Ich habe nicht auf Fallen geachtet. Ich habe nicht auf Fallen geachtet. Hat mich voll erwischt. Okay. Echt jetzt? Alles nochmal von vorn, das ist... Sorry to bother you, Sam, but that docking seemed a bit rough. The door is fused shut. Na, dankeschön. Weil ich nicht aufgepasst habe, hat's mich erschlagen. Mach ich das jetzt nochmal, oder... Ach was. Probieren wir es nochmal, okay? Ich hätte aufpassen sollen. Echt, dass mich das erschreckt. Ja, ich mag es auch nicht wirklich. Zumindest muss ich jetzt nicht mehr die Nachricht lesen, die habe ich jetzt ja alle schon. Aber ich merke schon, einmal tot und dann ist man auch tot, hä? Keine Warnung oder irgendwas, nein, es ist einfach vorbei. So, hoffentlich weiß ich noch, wie alles funktioniert. Ja, doch, das ist gespeichert worden. Alles klar. Aber es gab keinen Checkpoint? Echt jetzt? Das finde ich schade. Ist ja blöd, wenn ich alles nochmal von vorne machen muss. Los, Flares kann ich mitnehmen und diesmal behalte ich sie auch. Brauche ich ja erstmal nicht. Puppetum. Ich glaube, ich kann jetzt einfach durchlaufen. Das müsste jetzt, glaube ich, noch alles haben, was ich hier freigeschaltet habe. Okay, die Tür, die muss ich erst nochmal aufkriegen. Gut, gut, gut. Beeilung. Speed One. Whoop! Bitte aufmachen. Ja, danke schön. Da hoch. Also, Keycard brauche ich. Keycard kriegen wir hier. Rein damit. Zuck. Und drauf da. Ich glaube, ich habe das Gefühl und ich glaube, zwei verschiedene Dinge, aber dennoch habe ich sie gleichzeitig. Hier gibt es keine Feinde, sondern die Umgebung selbst ist unser Feind. Und auch weil wir nicht wissen und uns halt nicht erinnern können, worauf müssen wir achten. War ich da lang? Ja, hier war ich lang. So, einmal hier an Clipping. Und einmal pumpen. Pump to jam. Boom. Und andere Seite. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Und noch einmal hier pumpen. Zweimal. Zweimal. Dreimal. Babub. Naja, der sagt mir nur, was ich getan habe. Sehr schön. Boop. Mac. So, das will ich jetzt aber hier aus erster Sicht hier sehen. So heiß. System locked. Ja. Lifeboat ist doch irgendwie hier Rettung, oder? Rettungs... Keine Ahnung. Not enough powers für System Startup. Jetzt aber. Richtig. So. Alles klar, Tür ist offen. Ach nee, ich hätte die ganzen Loots nochmal einsammeln müssen. Igor, jupp.
Erstmal nach hinten bewegen. Ich brauche hier den Knopf. A Box of Flares? Achso, weil ich das andere schon habe, hä? Und ich kann nicht einfach vorbeigehen, hä? Wait, what's that on the floor, Sam? Ja, was hieß denn dies? Stacheln. Phew, good job, it malfunctioned. Du klingst sehr begeistert. Phew, good job. Oh man, you did it. I'm so proud of you. Will you marry me and have my babies? Brr. So. Klack. Luti, salute. So. Und diesmal falle ich nicht drauf rein. Habe ich das schon? Wir need a wretch. Ja, wo habe ich nochmal jetzt die Wretch her? Hier nicht. Wo habe ich das nochmal gefunden? The Wretch. Ach, hier. Okay. Setz der Ratchet. Das ist kein Schraubenzieher, das ist so. Mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber das benutzt man ja auch bei Reifen da. Um die Schrauben loszulösen. So ein. Das Wort liegt es nicht mehr auf der Zunge, aber es will nicht raus. Könnt ihr. Nimm es mal runter, okay? Ein Schraubschlüssel, oder? Sowas ähnliches wie ein Schraubschlüssel? Okay, jetzt sind wir hier. Ah ja. Einmal zurück an den Anfang. Und dann hier. Achso, weil wir natürlich hier die Energie versorgt haben. Okay. Aufpassen! Also erstmal mit dem Zug. Am Aufzug gefahren, nicht mit dem Zug. Ich war wahrscheinlich kurz vorm Ende gestorben von diesem Kapitel. Haben sie ja sehr schlau gemacht. Kurz davor die Falle hinzusetzen. Und diesmal auf den Boden achten. Neige dein Haupt, dass du nicht sterben wirst. Okay. Ja, Lutididu, salute, mein Freund. Wie viel habe ich? 3 von 10. Na gut. Ich habe ja welche ausgelassen. Da ist die Falle. Okay. Ach so. So sehen sie eigentlich aus. Okidokidoki. So sehen die Stacheln eigentlich aus. Hab verstanden. Gut, was kann ich hier machen? Kann ich nichts öffnen? Ach, hier geht's weiter, okay. Ich habe Angst. Ein bisschen habe ich Angst, was jetzt passieren wird. Kann ich hier was nehmen? Aha. Wieder ein bisschen an Clipping hier. Einmal und zweimal. Hahaha. Gebe Power das auf das Teil. Yes! So, bloß aufpassen. Noch mehr Loots. Da haben wir also die ganzen restlichen Lootis. Ja, die, wo ich jetzt ausgelassen habe, das sind wahrscheinlich genau die drei, die mir fehlen würden. Nun gut. Und die letzte Nachricht vom Kapitel? Since the incident, also dem Unfall, we have stored all of Flight Operator Johnson's belongings in storage. Also alle seine Sachen sind im Lagerraum. It's been a huge loss and something that we will all need to come to terms with. Das heißt, er hat einen Unfall und ist gestorben. Oh je. Research has resumed and the results have been a testimony to his sacrifice. He will be missed, Lieutenant Sanderson. Oh. Oh je. Terminlock found. Ich habe ein bisschen Angst. Was passiert jetzt? Wir haben es jetzt. Was müssen wir jetzt tun? Weil es müssen wir ja doch angeben, wann es vorbei ist, oder? Es ist mir jetzt im Moment ziemlich leise. Es kommt mir zu leise vor. Da war ein Schalter, aber der ist schon betätigt. Kann ich auch nicht entschalten. Moment, wenn der schon geschaltet ist, wer hat den gestrückt? Hier muss noch was sein, oder? Hep.
habe das Terminal Log. Habe ich gelesen. Okidokidoki, ich habe die Salutes. Ach, hier. Ach, nee, doch. Ja, nein, vielleicht. Access. Achso, nee, das war die Klappe von da. Jo, was bleibt mir denn jetzt hier noch zu tun? Oder bin ich hier fertig? Vielleicht hier? Nein? Also wenn es jetzt vorbei ist, das wäre jetzt komisch. Oder würde jetzt einfach nochmal der nächste Abschnitt beginnen? Aber weil das andere ja gelockt ist, geht nichts weiter. Oh, dann gehe ich nochmal zurück. Achtung, die Falle! Ah! Life Pods Level 1. Also. Wofür haben sie hier eigentlich diese Fallen, hä? Wofür? Gut, meine Damen und Herren, ich weiß jetzt nicht weiter. Und ich denke, wir haben jetzt schon das, was ich habe das erreicht, was ich wollte, nämlich, dass wir einen guten Eindruck bekommen haben, was das Spiel ist. Nämlich, es ist irgendwas vorgefallen. Es hat Tote gegeben. Und vielleicht sind wir die letzte Person, die hier auf dem Schiff lebendig ist. Und was genau vorgefallen ist, das ist unsere Aufgabe herauszufinden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich es wirklich spiele. Ich wollte halt einfach zumindest die Demo spielen, weil es hat sich für mich in meinen Augen interessant angehört. Und ja, schauen wir uns noch die schöne Supernova an. Da brauche ich hier meine Sonnenbrille. Und ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat diese Ausgabe, dieses Video gefallen zu Icarus Point One Demo Beta Chapter 1. Und ja, und dann geht es nächstes Mal wieder weiter mit Singularity. Aber ich fand es ganz interessant. Optisch gesehen, ja, auch wenn es eine Beta-Version ist, sieht schon ganz schnicker aus. Die Stimmen, finde ich ein bisschen irgendwie so emotionslos, obwohl, wenn es eine Computerstimme ist, ist das, denke ich, halt normal. Von den Rätseln her, also, die Falle hat mich wirklich erwischt. Auf dem falschen Fuß erwischt. Und falls ich hier was vergessen habe, dann tut's mir leid, aber hey, ich denke, es ist ein guter Punkt aufzuhören. Also, bis dann, ihr 93 Chovo, erlaubt in der TNU. Tschüss and goodbye.